Wie gestaltet sich der Arbeitsalltag in einer Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie? Und wo liegen die Besonderheiten in diesem Fachbereich? Das berichten die Chefärzte der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie am Klinikum am Weißenhof in Weinsberg. Dr. Tina Schlüter und Dr. Klaas van Aken. Herzlich willkommen. Ja, wir freuen uns über das Interesse. Ich stelle mich kurz selber nochmal vor. Dr. Klaas van Aken ist mein Name. Ich bin Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und bin Chefarzt der Abteilung für alle Bereiche, die hier an unserem Hauptstandort in Weinsberg angesiedelt sind. Das sind 5 Stationen und eine große Institutsambulanz. Und ich bin die Frau Dr. Tina Schlüter. Ich bin auch Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und ich bin die Chefärztin für den Bereich Außenstellen. Unsere Klinik hat 5 Standorte, einen großen Standort am Standort Weinsberg, wo der Herr van Aken der Chefarzt ist, mit den ganzen stationären Bereichen und 4 Außenstellen mit Tageskliniken, Institutsambulanzen und stationsäquivalente Behandlung an den Standorten Heilbronn, Schwäbisch Hall, Winnenden und Ludwigsburg. Vielen Dank für diesen kleinen Einstieg. Vielleicht möchten Sie uns zu Beginn auch noch erzählen, warum haben Sie sich für diesen Fachbereich entschieden, in dem Sie arbeiten, und was fasziniert Sie so daran? Bei mir war es so, dass ich viel Jugendarbeit gemacht habe, so während meiner Schüler- und Studentenzeit und mir das auch viel Freude gemacht hat. Und ich habe mich dann für ein Medizinstudium entschieden und habe dann letztendlich überlegt, wie kann ich das medizinische Wissen und das Medizinstudium und so die Erfahrung mit den Jugendlichen, mit den Kindern, wie kann ich das gut in einem beruflichen Kontext übereinbringen? Ja, und dann bin ich auf die Idee gekommen, in die Kinder- und Jugendpsychiatrie reinzuschnuppern, und habe damals auch direkt nach dem Studium als Assistenzarzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Würzburg angefangen. Und ich muss sagen, ich habe die Entscheidung nie bereut. Ich finde, die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist das tollste und vielfältigste Fach der Welt. Und was mich daran fasziniert, ist, dass man mit sehr unterschiedlichen Rollen sozusagen spielen kann. Man ist der Arzt im weißen Kittel, manchmal. Man ist manchmal der Einzeltherapeut für ein Kind, für einen Jugendlichen. Manchmal ist man auch eher der Familienmanager, der Familiengespräche moderiert und schlichtet und Kompromisse sucht. Also ich finde es einfach wahnsinnig vielfältig und bunt, lebensfroh. Man erlebt sehr viel. Und ich sage immer, wenn man einen Tag gearbeitet hat, dann braucht man abends keine Krimis mehr gucken, weil man hat genug gesehen und erlebt. Ja, mir geht es ähnlich. Ich komme aus dem Bereich Kinderheilkunde. Ich wusste schon zu Beginn meines Studiums, dass ich gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeiten möchte, habe dann in einer Kinderklinik aber gemerkt, dass mir die Zeit fehlt, mich auch wirklich um die dahinterliegenden Bedarfe zu kümmern. Und ich schätze sehr an der Kinder- und Jugendpsychiatrie, in die ich dann gewechselt habe, dass wir ein sprechendes Medizinfach sind. Das heißt Sprache, Zeit, Beziehungsaufbau, wirklich Wahrnehmung von Bedürfnissen und individuellen Behandlungszielen der Patienten und Familien, dass mir das einfach sehr, sehr viel Spaß macht und auch wirklich eben diese Vielfältigkeit ergibt. Auch ich schätze es, dass es bei uns nie langweilig ist. Also wir haben wirklich keinen routinemäßigen Tagesablauf, sondern bei uns ist einfach viel Überraschung möglich, viele schöne Dinge. Manchmal ist es auch aufregend, weil etwas sich plötzlich irgendwie ergibt und man spontan darauf reagieren muss. Aber das schätze ich auch wirklich sehr. Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass es keinen vorgegebenen Tagesablauf ist. Jetzt würde mich aber natürlich trotzdem interessieren, wie sich denn der Arbeitsalltag in Ihrem Fachbereich gestaltet und welches Leistungsspektrum Sie denn überhaupt alles abdecken. Ich erzähle mal ein bisschen über die stationäre Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ja, hier in der stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie haben wir ja auch viele Assistenzärztinnen und Assistenzärzte. Es ist oft so die Einstiegspforte in das Fach. Und wir haben hier insgesamt 5 Stationen.
Und der Arbeitsalltag, ja, ist schon so, wie man ihn sich, glaube ich, auf einer Krankenhausstation vorstellt. Es ist natürlich nochmal ein großer Unterschied, ob man jetzt auf der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Intensivstation arbeitet, wo jeden Tag, jede Nacht Notfälle aufgenommen werden, also zum Beispiel Jugendliche in suizidalen Krisen oder auch akut psychotische Jugendliche, die ganz schwere Wahrnehmungsstörungen oder so etwas haben, oder ob man eher auf einer Regeltherapiestation eingesetzt ist, wie zum Beispiel hier auf unserer offenen Jugendstation, wo Patienten auch längere Zeit behandelt werden, zum Beispiel mit Essstörungen, mit Anorexia nervosa, mit Depressionen, mit Angststörungen oder Zwangsstörungen. Auf den Regelstationen geht es doch ein bisschen geplanter zu. Da hat man als Assistenzarzt mehrere Fallführungen. Das heißt, man kümmert sich immer in Absprache und unter Anleitung von einem Oberarzt, einer Oberärztin um einige Patienten, führt mit denen Einzelgespräche durch, führt Familientermine durch, aber setzt natürlich auch Medikamente an bei den Patienten, die Medikamente erhalten. Das sind bei uns schon so 50-60% der stationären Patienten, die auch Medikamente erhalten. Man führt körperliche Untersuchungen natürlich durch, spricht mit dem Pflege- und Erziehungsdienst, also mit den Betreuenden, tauscht sich aus über Umgangsstrategien mit den Patienten im Stationsalltag. Ja. Also wir sind insgesamt ein sehr teamorientiertes Fach, wo man sich bewusst sein sollte, dass man kein Einzelkämpfer ist, sondern dass man im Rahmen seiner Rolle zum Gesamtgelingen der Behandlung beitragen sollte. Ja, der stationäre Alltag ist zeitlich in der Regel ganz gut geregelt. Also wir sind ein Fach, in dem man vergleichsweise gut seinen Arbeitsalltag planen kann. Das gilt sowohl für das stationäre Setting, noch mehr gilt das für die Ambulanz. Wenn man als Arzt, auch als Assistenzarzt hier in der ambulanten Kinder- und Jugendpsychiatrie arbeitet, dann muss man sich vorstellen, sieht man die Patienten, die oft vorher tagesklinisch oder stationär behandelt worden sind, quasi nach Abschluss dieser Behandlung, begleitet sie weiter, hat entsprechend geplante Termine wie in einer Praxis und ist aber auch in der Ambulanz sehr eng vernetzt mit den dortigen Oberärzten, mit dem dortigen Team. Also da finden täglich Besprechungen und Konferenzen statt. Das heißt, man ist auch da nicht alleine, sondern hat immer Anleitung. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist besonders vielleicht gegenüber anderen Fachgebieten, dass wir in einem multiprofessionellen Team arbeiten mit sehr verschiedenen Berufsgruppen zusammen und als Arzt eben eine Rolle in diesem Team spielt. Ich sage immer, jeder bringt sich in seiner Fachlichkeit ein, aber die Behandlung für die Kinder und Jugendlichen ist eine Teambehandlung und das macht eigentlich sehr viel Spaß, auch in diesem Team zu arbeiten. In den Tageskliniken ist es so, dass die Patienten von Montag bis Freitag tagesklinisch behandelt werden. Auch da ist die Arbeit sehr gut planbar in einem normalen Tagesarbeitsrhythmus und inhaltlich ist es ziemlich ähnlich wie im stationären Bereich. An den Außenstellen haben wir eben auch Institutsambulanzen, in denen Patienten zu ambulanten Terminen kommen. Auch dort wird multiprofessionell gearbeitet. Und eine Besonderheit haben wir noch, das ist die stationsäquivalente Behandlung. Das ist eine aufsuchende Behandlungsform. Da ist der Arbeitsalltag etwas anders, weil das multiprofessionelle Team, was das durchführt, zu den Patienten nach Hause fährt. Das heißt, ja, die Behandlung im häuslichen Setting stattfindet und dieses Behandlungssetting unterscheidet sich ein bisschen zu einer stationären Behandlung, macht aber auch sehr viel Spaß. Und wenn Sie jetzt quasi auf der Suche sind nach Nachwuchsmedizinerinnen bzw. Mediziner, welche Eigenschaften müsste Sie bzw. er denn mitbringen, um bei Ihnen in Ihrem Fachbereich zu arbeiten? Also, wir sind immer auf der Suche nach interessierten Nachwuchsmedizinerinnen und Nachwuchsmedizinern, denn die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist ein Fach, was in den letzten Jahren explodiert ist. Ja, wir haben in den letzten 10 Jahren unsere Bettenzahl über verdoppelt und die tagesklinische Bettenzahl von
8 oder 9 auf jetzt 59 erhöht und dieser Ausbauprozess, der geht immer noch weiter. Von daher ist Kinder- und Jugendpsychiatrie einfach der Zukunft. Und wenn Sie nach den Eigenschaften fragen, dann würde ich als erstes sagen, man sollte schon natürlich kommunikativ sein. Ja, man sollte sich so von seinem Naturell zutrauen, einfach in Kontakt zu gehen, Gespräche zu führen. Man sollte Diplomatie besitzen, ja, gerade wenn es vielleicht unterschiedliche Interessenslagen gibt und man vermitteln muss als Arzt in Gesprächen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Eigenschaft. Ja, und man muss es, glaube ich, mögen, auch im Team zu arbeiten, also Teamplayer zu sein. Ja, auch wenn man als Arzt in diesen Teams natürlich eine gewisse Führungsrolle hat, ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man so Soft Skills, also Kompromisse finden, ja, die richtige Ansprache finden, auch für die anderen Kollegen im Team, für die Fachtherapeuten, für die Psychologen, für die Kolleginnen von der Pflege, dass man da so gewisse, ja, Kompetenzen mitbringt. Ja, und natürlich muss man Medizin studiert haben und muss sein medizinisches Staatsexamen mitbringen. Und ich würde sagen, dass Sprache auch ein ganz besonders wichtiges Instrument für uns ist. Also es ist schon sehr wichtig, dass man gutes Deutsch spricht, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass manchmal Patienten sich auch sonst nicht ganz so gut verstanden fühlen. Ja, also das ist etwas, wo wir schon mehr als andere Fächer, glaube ich, drauf gucken müssen. Und ergänzen würde ich vielleicht einfach Lust in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien. So, ja. Das ist einfach das Altersspektrum, was wir behandeln. Und da muss man Spaß dran haben oder Lust drauf haben. Ja. Und wenn wir jetzt mal die Perspektive wechseln, warum sollte denn jemand sich für Ihre Klinik entscheiden? Also was zeichnet Sie denn im Vergleich zu anderen Kliniken aus? Unsere Klinik ist eine große Klinik. Also wir sind in Baden-Württemberg, wenn man die Plätze, die tagesklinischen und stationären Plätze zusammenfasst, die größte Klinik und bieten auch ein sehr, sehr breites Behandlungsspektrum an, sodass man bei uns eigentlich das gesamte Spektrum gut lernen kann. Wir sind auch eine Klinik, die alle Behandlungssettings anbietet. Ich habe das ja vorhin erwähnt. Also wir haben neben der stationären Behandlung eben auch gute Möglichkeiten für viele Patienten, eine tagesklinische Behandlung zu bekommen, eine ambulante Behandlung durch uns zu bekommen und eben sind gerade im Ausbau auch einer stationsäquivalenten eben aufsuchenden Behandlung. So. Und wir sind nett. Das darf man mal nicht vergessen. Und wir sind auch personell. Ja. Gut aufgestellt. Ja. Also wir pfeifen hier nicht aus dem letzten Loch oder so, ja, so dass man da als Assistenzarzt irgendwie überhaupt keine Anleitung hat oder sich alleine auf weiter Flur fühlt. Also wir haben unseren Laden, glaube ich, in den letzten Jahren ganz gut bestellt und sind auch ein nettes Chefarztduo und streiten uns auch nicht, sondern arbeiten wirklich gut zusammen. Und dadurch, dass wir zwei Chefarztköpfe sind, haben wir auch die Möglichkeit, noch viel näher, ja, am operativen Geschäft in unseren Bereichen dran zu sein und, glaube ich, die Bedürfnisse und die Abläufe im Blick zu behalten. Ja, und ich glaube, das zeichnet uns auch aus, dass wir eigentlich zwei Klinikbereiche sind, die aber sehr verzahnt miteinander arbeiten. Das heißt, uns ist es ganz wichtig, dass die Patienten das Gefühl haben, wir sind eine Klinik. Das heißt, auch Behandlungsübergänge aus der ambulanten in eine tagesklinische, in eine stationäre Behandlung oder in eine stationsäquivalente Behandlung. Es ist egal, von welcher Station jemand kommt. Überall haben wir gute Übergangsmöglichkeiten geschaffen, gute Kommunikationswege, sodass Patienten nicht das Gefühl haben, oh, ich würde gern, aber irgendwie komme ich da nicht weiter oder da sitzt jetzt jemand. Also da achten wir sehr darauf und deswegen macht es wirklich auch Spaß, weil wir den Patienten das anbieten können, was sie im Moment brauchen. Könnten Sie uns noch den idealtypischen Werdegang beschreiben, den man in Ihrer Abteilung nehmen kann? Also wir verstehen uns eben als große Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik mit allen Möglichkeiten, die die Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Versorgung bietet. Und wir freuen uns über Bewerbungen von interessierten Ärztinnen und Ärzten in jeglichem Stadium, ja, der beruflichen Entwicklung. Also junge Kolleginnen und Kollegen, die vom Studium quasi bei uns anfangen und hier ihre Weiterbildung antreten, die setzen wir zunächst gerne auf unseren Regelstationen hier ein, weil da der Druck nicht ganz so hoch ist, weil man viel Anleitung hat, weil man Dinge immer rücksprechen kann, weil man nicht in so einer
hohen Eigenverantwortung dort ist, etwas geschützter. Es geht dann oft weiter. Eine nächste Station ist dann zum Beispiel eine Rotation in den Bereich Sucht, den wir hier als Spezialstation anbieten, oder in eine Tagesklinik. Ja. Und wenn dann die Facharztweiterbildung noch weiter fortschreitet, dann gegen Ende ist eher ein Einsatz in der Institutsambulanz oder auch in unserem Team akut, was die Notfallversorgung macht, eigentlich so der richtige Einsatzort. Ja, und wir haben sehr, sehr viele Ärztinnen und Ärzte, die bei uns ihre Facharztweiterbildung Kinder- und Jugendpsychiatrie gemacht haben. Kinder- und Jugendpsychiatrie ist ja ein eigener Facharzt, ja, komplett separiert als Facharzt von der Erwachsenenpsychiatrie. Und wir haben viele Kollegen, die hier ihre Weiterbildung gemacht haben und dann auch weiter bei uns geblieben sind. Auch die Leute, die bei uns in den Leitungs- und in den Führungspositionen sind, sind überwiegend Kolleginnen, die sich hier entwickelt haben und die das Ganze mitgeprägt haben. Das heißt, wir bemühen uns sehr, auch langfristige Entwicklungsangebote zu machen und für Ärztinnen und Ärzte auch einen Lebensarbeitsplatz zu bieten. Ja, das ist, glaube ich, auch so eine Besonderheit hier im Klinikum am Weißenhof. Hier gibt es schon sehr, sehr viele Leute, die also sehr, sehr lang hier sind und ja, glaube ich, auch hier bleiben wollen. Naja, und trotzdem muss man sagen, wir freuen uns selbstverständlich genauso über Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht vorher ein anderes Fach gemacht haben, sich nochmal neu erfinden wollen, vielleicht auch in fortgeschrittenem Alter sagen, nee, ich möchte nochmal was ganz anderes machen. Also wir haben auch Kolleginnen und Kollegen, die die 50 schon überschritten hatten und sich dann hier gemeldet haben, vielleicht auch nach einer Elternzeit oder so etwas, in einer längeren Pause, und die wir hier auch sehr gerne mit ihrer Lebenserfahrung in unsere Kinder- und Jugendpsychiatrie integriert haben. Daran anschließend würde mich jetzt noch interessieren, welche Arbeitszeitmodelle und Weiterbildungsmöglichkeiten Sie denn anbieten. Ja, ich würde mit den Weiterbildungsmöglichkeiten anfangen. Wir haben die komplette Weiterbildungsermächtigung sowohl nach der Weiterbildungsordnung 2006 als auch nach der neuen Weiterbildungsordnung 2020. Das heißt, man kann die jetzt nach der neuen Weiterbildungszeit auch die ganzen 5 Jahre bei uns verbringen, braucht kein Außenfremdjahr mehr, kann das aber trotzdem einbringen. So, also das heißt, wir haben auch über unsere ganzen Standorte die Weiterbildungsermächtigung, sodass jeder bei uns auch den Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie machen kann. Und natürlich gibt es auch Zusatzausbildungen, die man anstreben kann. Das ist, manche Kollegen machen noch nach der Facharztweiterbildung eine Ausbildung zur systemischen Therapie oder zu speziellen Therapieverfahren. Und da sind wir immer auch offen, wenn Mitarbeiter mit Anregungen kommen und sagen, in diesem Bereich möchte ich mich gerne weiterbilden. Ja, wobei, was man ergänzen kann, also die Assistenzärztinnen und Assistenzärzte können wirklich alle Weiterbildungselemente hier im Rahmen ihrer Tätigkeit am Klinikum erwerben, mit Ausnahme der sogenannten Selbsterfahrung. Das ist auch ein Baustein in der Weiterbildung, wo auch ganz bewusst sozusagen sich die Kolleginnen und Kollegen ja, außen orientieren sollen, sich extern diese Selbsterfahrung organisieren sollen. Da, das bezuschussen wir aber finanziell, ja, sodass keine relevanten zusätzlichen Kosten, ja, im Rahmen der Facharztweiterbildung anfallen. Genau, Sie hatten auch nach den Arbeitszeitmodellen gefragt. Auch da haben wir ein ganz buntes Spektrum und müssen sagen, dass wir wirklich glauben, dass wir ein sehr familienfreundliches Fach sind. Wir haben Mitarbeiter in Vollzeit, wir haben viele Mitarbeiter in Teilzeit. Wir haben auch Mitarbeiter, die nach der Elternzeit sagen, sie möchten erstmal mit einem sehr kleinen Stellenanteil anfangen. Da haben wir auch Bereiche, in denen das möglich ist für die Zeit, in der das erforderlich ist, sodass wir bei den Arbeitszeitmodellen eigentlich sehr flexibel auf die Wünsche und Bedarfe der Mitarbeiter eingehen können. Und ich glaube, das zeichnet uns auch aus. Wunderbar. Vielleicht schauen wir zum Abschluss nochmal ein bisschen nach vorne. Und zwar, welche Ziele haben Sie sich denn für Ihren Fachbereich in den kommenden Monaten und vielleicht auch Jahren gesetzt? Werden Sie dann neue Verfahren einführen oder auch weiter expandieren? Ja, also wie ich das vorhin schon dargestellt habe, ne, sind wir tatsächlich ein explodierendes Fach.
Überall werden ja eher stationäre Behandlungskapazitäten abgebaut. Bei uns in der Kinder- und Jugendpsychiatrie werden sie weiter aufgebaut. Wir planen eine Erweiterung unserer stationären Behandlungskapazitäten, vor allem was Jugendliche angeht. Da spielen Überlegungen auch eine Rolle, eine eventuell spezialisierte Station zu eröffnen, beispielsweise im Sinne einer Anorexie-Station. Das sind Planungen, die laufen. Und das Land Baden-Württemberg möchte gerne eine jugendforensische Klinik errichten. Also für Jugendliche, die aufgrund von psychischen Problemen, psychiatrischen Erkrankungen straffällig geworden sind. Und da gibt es also ganz konkrete Pläne, hier in den nächsten Jahren eine Jugendforensik auch am Standort Weinsberg zu eröffnen. Genau. Und weiter werden wir ausbauen unsere stationsäquivalente Behandlung, weil momentan können wir diese nur in einem Landkreis anbieten. Das liegt einfach aufgrund der Fahrstrecken. Ist es nicht, wir haben ein sehr großes Einzugsgebiet mit mehreren Landkreisen. Da ist auf alle Fälle ein Ausbau geplant, dass wir auch mehrere Landkreise damit versorgen können. Und da sind wir auch schon in der konkreten Planung. Insgesamt ist es so, dass wir wirklich uns auch außer einem Ausbau weiter modernisieren wollen und wirklich gucken, wie wir noch mehr familienorientierte Verfahren anbieten können, wo wir auch die ganze Familie mit einbeziehen. Multifamilientherapie ist da so ein Stichwort, was einfach so Dinge sind. Und ich glaube, wir sind wirklich eine kreative und wachsende Klinik, die auch wirklich versucht, Patienten ein sehr vielfältiges Behandlungsspektrum anbieten zu können. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist also ein Fachbereich, der stark wächst. Für wen Ausbildungsmöglichkeiten und eine breite Weiterbildung und Kontinuität im Arbeiten eine wichtige Rolle spielen, für die könnte das Klinikum am Weißenhof also das Richtige sein. Frau Dr. Schlüter, Herr Dr. van Aken, vielen, vielen Dank für die Einblicke in Ihre Arbeit. Dankeschön. Sehr gerne. Vielen Dank.